Hallo, da bin ich wieder. Hab schon länger kein Bloodborne mehr gespielt. Aber was ich jetzt auch zuerst vorhatte, war einmal, ich habe ja mal einen zu der Klinik zurückgeschickt, den würde ich mal gerne besuchen gehen. Also los, los. Mal gucken, ob ich was kriege. So, die Klinik. Krankenzimmer im Erdgeschoss. So, es wäre auf dem Rückweg hier hoch. Mal gucken, ob ich irgendwas kriege oder so, keine Ahnung. Bin mal gespannt. Oh, hallo. Es geht euch gut. Sehr schön. Er ist bei mir in Sicherheit. Das habe ich wohl euch zu verdanken. Die Behandlung verläuft gut. Zum großen Teil stabil. Wirklich faszinierend. Bitte sehr. Wie versprochen. Ganz ehrlich. Oh, dem Himmel sei Dank, dass ihr gekommen seid. Seid ein Schatz. Und findet noch ein paar mehr. Ganz ehrlich, ich glaube, die ist nicht nett. Ich glaube, den habe ich in den Tod geschickt. Ich glaube, der ist sowas von toter Typ. Scheiße. Na egal. Und zweitens wollte ich testen, die Kanone in dem, dass man möglicherweise eine Kanone verwenden kann. Das habe ich noch nicht getestet. Das wollte ich auch mal gucken. Mit Kanone meine ich die in dem in dem verwunschenen Wald da, denn der verbotene Wald, genau. So, ich weiß ja nicht mehr genau. Oh, und Option wollte ich nochmal kurz umstellen, ein bisschen die Helligkeit, weil die Grundeinstellungen ja wieder sind. Ich weiß, es ist ein bisschen hoch alles, aber und Musik, Soundeffekte. Stimmt, obwohl das war, glaube ich, alles auf 4. Das hat er sogar noch beibehalten, die gespeicherten Sachen. Okay, dann ist alles in Ordnung. Dann gucke ich mal eben, ob ich zur Kanone finde. Ich weiß jetzt gerade schon gar nicht mehr, wo die Kanone genau war. Ich meine, die war hier runter, oder? Oder nein? Kann auch sein. Ich glaube, die war da runter. Hier rechts runter. Oder? Hä? Buggy? Abo, was ist hier los? YOLO. Normal. Normalität. So ist das immer. Jedes Mal. Ich dachte, ich könnte fliegen. Ich habe ja Superheld. Und regiere diese Welt. Da geht's mal abwärts. Wo ging's denn hier nochmal lang? Nee, hier ist der super verwirrende Wirrgarten hier. Aber da geht's zur Kanone. Okay, ich weiß, wo ich bin. Lass mich in Ruhe. Ich will zur Kanone, Bitch. Lass mich alle in Ruhe. Ich will nur zur Kanone. Komm ich auch von der Seite, wo die Kanone ist? Umso chilliger. Kann ich den einfach umklatschen? Da. Verdammter Fluch! Kann ich den benutzen? Geht. Boah. Wow. Habt ihr das gesehen, wie krass ich bin? So. Dann weiß ich, was man noch machen kann. Und zwar, es gab noch einen anderen Weg, den schlage ich jetzt mal ein im verwunschenen Wald mit diesen Pickelmonstern. War schon länger her, auf falsche Seite. So pickelmäßige Viecher waren das. Lass mich in Ruhe. Schnell, schnell. Ha, ciao. So. Wow! Ah, der ist tot! Der ist mir nachgejobbt und gestorben. Alter, ich glaube, der war mit seinem Leben unzufrieden. Dachte sie so, nein, Florian, ohne dich kann ich nicht leben. Und hat sich dann umgebracht. Ah, kann ich verstehen. Den Spock, auf den habe ich auch keinen Bock. Jetzt gehen wir wieder zum schönsten Ort in ganz Bloodborne. Hier. Wirklich der schönste Ort.
Oh, so schön. Und weiter, hier kam die Pickle Master auf Disaster nach, ja? Ich bin mich sogar noch dran erinnere, ich bin ja voll krass. Hier kam der Erste. Ich weiß nicht, was sie machen. Ich bin mal davon ausgegangen, dass sie irgendwie platzen oder so, aber anscheinend nicht. Ne. Ging auch leicht zu töten. Die sehen jetzt aus wie Giftsporen irgendwie. Der macht was. Der schießt. Mega Laser. Wow. Das ist zu viel für mein Herz. Wie der auf mich zugelaufen kommt. Leute, Lex hier. Wie so ein Zombie kommt der angejiggert. Ich klatsche euch beide aus dem Leben. Oh, die Teile schießen. Die machen aber mega Damage. Linksläufige Metamorphose. Muss ich mal gucken, was das ist. Der kommt jetzt auch angejiggert wie so ein Mr. Super Close. Aber linksläufige Metamorphose. Wo sind denn die Runen? Da. Rechtsläufige, linksläufige. Maximale Ausdauer plus 10%. Sauber. Muss ich glaube ich auch nichts für machen, oder? Ich glaube, die sind einfach so. Ich kann mal versuchen, ob ich die ausrüsten kann oder so. Verwenden kann ich nicht. Auch nicht. Keine Ahnung. Muss ich mir mal darüber informieren, ob man die irgendwie anwenden muss oder so. Muss ich mich darüber schlau machen. Googeln oder so. Dann Google Know It All. Die sind aber schnell tot, die Viecher. Gott sei Dank. Spinne ich? Komme ich hier nicht weiter oder was? Ne, irgendwie nicht. Es geht wirklich nicht weiter. Ich verarsche niemanden. Ist wirklich so. Guck doch. Ich jigger hier rein. Da hoch würde es auch nicht viel weiter gehen. Man könnte wahrscheinlich von da oben runter jumpen. Ah, es ist bestimmt ein Weg, auch wie man da hinkommen kann, wo ich herkam. So. Da gehen wir wieder zurück. Also hätten wir den Weg schon mal abgeschnackelt hier. Hier geht's wirklich nicht weiter. Dann heißt es zurück. Wo gehe ich denn jetzt lang? Ich überlege auch erstmal das Labyrinth wieder weiterzumachen, was hier nicht zur Story so gesehen zugehört. Nur ein bisschen Abstand wieder zur Story zu haben. Seelischen Abstand. Small. Kein Bock, mich mit dir anzulegen. Ich bin sowieso nur auf dem Piss. Liegt noch die Leiche von vorhin. Oh nein, sie geht verloren. Oh nein, die ist noch da. Die ist noch da. Da. Bitte, was macht die denn? Kann ich die hier runterstoßen? Komm schon, komm schon. Gleich falle ich runter, ich sehe es kommen. Nein! Haha! Nicht mit mir. Ich bin zu schnell für diese Welt. Boah, und wie kam ich nochmal zur Fackel da lang? Kein Bock, mich mit allen anzulegen hier. Was gab es? Ich kenne noch einen Weg, den ich einschlagen kann. Und zwar, wenn ich hier an der Fackel bin, des Waldes, kann ich, da wo ich gekidnappt wurde, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wo ich verschleppt wurde. Das war, wo irgendjemand so ein Tor geschlossen hat hier im Wald. Etwas weiter hinten. Ich renne mal einfach durch und gehe dahin. Mister. Hey, Mister. Mister Green. Ist voll toll, wenn man manchmal keinen Plan hat, wo man hin soll, was man tun soll. All die Fresse, los, weg! Wow! Ich bin so schnell! Hoffentlich folgen mir die Wölfe nicht wieder bis zum Tod, Alter. Ging ja voll auf den Piss. Ne, wirklich bis zum Arsch der Welt sind ihr gerannt.
Könnte ich vielleicht ignorieren, nämlich auch ein bisschen. Nee, waren die Kanonen? Wo wollte ich denn jetzt nochmal hin? Wo waren das, wo ich hin wollte? Ah, ich weiß. Ich bin falsch abgebogen. Ich bin ja fast so wie Zorro. Falschen Weg eingeschlagen. Wow, wow, wow. Ja. Super. Dann geht's mal wieder zurück. Jetzt, ich weiß wieder, jetzt weiß ich den Weg wieder. Ich habe mich wieder verlaufen, also bin falsch gelaufen. Bin ich dahin gelaufen, wo ich hin wollte. Aber kriege ich jetzt schon hin. Ich finde das auch zu extrem, würde ich mich jedes Mal hier durchwäschern, würde mich sowieso irgendwas immer mal wieder töten. Das würde mir auch. Das würde ja auch ewig und 3 Tage dauern. Und zwar in dem Dörfchen muss ich dann links. Also das Dorf links und dann hoch. Und dann bin ich da, wo mich der Typ entführt hat. Kann ich auch die hier alle ignorieren. Die interessiert mich gerade einen Scheißdreck. Jetzt geht da was zugeworfen, wo da kann ich jetzt, glaube ich, durchspringen einfach. Wow! Wow, 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 wow. Noch irgendwas hier? Ne. Glück gehabt. Mach mal einfach zu, damit nichts hinterherkommt. Da oben war ich ja schon, da habe ich eine Rüstung gefunden. Hier wurde ich entführt. Gekidnappelt. Und zwar genau da. Jetzt mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ah, ein Hieb reicht schon. Ich bin schon so mächtig. Boah, der Hund. Der Hund macht mich aber auch für dich. So. Fick dich doch einfach. Ich kann doch jetzt nicht so an so einem Krepeldingens sterben. Da ist der. Und da kommt noch ein Hund. So. Hier gab es viele Blutfiolen, das ist gut. Blutsteinscherben, auch gut. Hier geht's runter. Okay. Frage ich mich, wo es hier hingeht. Ah, hier haben die mich von oben mit diesen Dingern beworfen. Da unten bin ich vorhin gestorben. Meine ich. Hier bin ich jetzt. Wer wirft damit Feuer? Das ist gefährlich. Der da. Oh, der trifft auch genau. Hier unten sind die ganzen verlorenen Seelen, die da rumheulen. Aber ich glaube, das war's mit dem Weg hier auch schon. Boah, massig Molotov-Cocktail. Dann habe ich den Weg jetzt auch abgeschnackt, ne? Was gibt's denn eigentlich noch? Ich will sich überlegen, wo ich hin soll. Dann gehe ich mal zurück, aber ich glaube, es geht schneller, wenn ich jetzt hier lang laufe, an der Kanone vorbei und dann. Der Blutechos von mir gehabt. Sehr gut. Dann hätte ich auch wieder einiges an Blutechos. Blutfiolen und hast nicht gesehen. Ich gehe jetzt zurück, ich gehe back. Der will mich. Ja! Meine 15.000 einfach weg. Ich glaube, ich jigger da jetzt.
Wir sollten jetzt meine Dingens wieder, meine Seelen. Wenn ich die Seelen habe, haue ich hier ab. Wenn ich abhaue, habe ich vor, ich glaube, ich gehe dahin, wo mich die Steinleute getötet haben. Da war ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Da kann man bestimmt irgendwas wieder finden. Erstmal back hier. Mr. Kanonos sind hier. Vielleicht hat er mit den Kanonen sogar meine Echos gekriegt, das wäre das Coolste. Dann bräuchte ich nicht weit. Ein verdammter Fluch. Nee, hat er nicht. Ihr seid verflucht. Ich kann die Kanone benutzen. That's true. Aber wo kriege ich jetzt meine Seelen? Hier hat die keiner. Der hat die auch nicht. Aber wer zur Latze dann jetzt? Hier bin ich irgendwo gestorben. Hier müsste jetzt irgendeiner haben. Quecksilberkugeln brauche ich inzwischen nicht mehr. Wer hat denn jetzt hier meine fucking Seelen? Hallo? Der da! Ich hab sie wieder. Jetzt heißt es abhauen. Fast 20.000. Zieh ab. Ist nicht so weit bis zu Onkel Laterne, also werde ich den Weg einfach rushen. Ah, hier geht's. Und dann rechts, glaube ich. Rechts oder links? Links. Oh, bin ich gut. Ich bin echt. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr erstmal wieder bei diesen Fliegenviechern, die mich wahnsinnig machen und dann sterbe ich und so. Darauf, auf die habe ich gerade voll keinen Bock. Vielleicht sollte ich aber auch den nächsten Endgegner herausfordern. Da war irgendwie so ein Blitzviech, was ich immer hatte, als Endgegner möglicherweise. Das könnte ich vielleicht mal versuchen zu bashen. Ich könnte aber auch mal, ja, was, ich überlege noch kurz. Man könnte aber auch eiskalt, ja, da wo die Steingegend war. Oder, ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnern kann. Und zwar in der großen Kapelle, wo ich einfach so getötet wurde, als ich eine Tür öffnen wollte und dann einfach in der Schule aufgewacht bin. Zu dem hin, vielleicht ist das auch ein Endgegner. Ich weiß aber leider gar nicht mehr genau, wo der war. Willkommen daheim, guter Junge. Naja. Ich will Blutechos kanalisieren, mach hin. Ein Level kann ich nur machen. Ah, viel fehlt dann aber nicht mehr. 400 Seelen für ein zweites. Vielleicht habe ich ja noch Dinger hier, die ich einsetzen kann. Habe ich sogar. Verwende ich mal alle. Ah, 4000 reicht. Sonst verschwende ich noch alles. Okay. Ich könnte Stärke einfach direkt auf... Ja, mach ich mal. Ich hau voll in Stärke rein gerade. Vor allem, ich habe ja auch noch eine große Kanone, die ich verwenden kann, aber erst mit Stärke 20. Bin ich mal gespannt, was die kann. Lass mich in Ruhe. Ich könnte das Labyrinth weitermachen. Ich überlege mir jetzt kurz, wo, wie heißt das nochmal? Genau, dieser Typ, der mich getötet hat. Ich guck mal ganz kurz, wo das war. Das war doch... Das war die große Kathedrale, ja. Und dann rechts vorbei. So. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder wisst, was ich meine. Wenn ich hier rechts lang gehe, wo der Schießheini war, auf den ich sauer war. Dann habe ich da an der Tür geklopft.
Da war ein Kerl, der hat mir gesagt, ich soll mal weiter, da ist eine Gottheit oder sowas. Bin hingegangen, hab mich getötet. Und bin dann irgendwo wieder respawned. In der Schule, in der Universität. Und an der Universität ging es halt weiter zu diesen Hentai-Tentakel-Viechern und hast nicht gesehen. Aber auf jeden Fall, das, was mich getötet hat, müsste ja eigentlich noch in der Kathedrale sein. Ich würde mich fragen, ob er immer noch da ist, ob ich ihn besuchen kann. So, hey ho, da bin ich wieder. Freundschaftlich ein bisschen was abhängen und so. Dann vielleicht gemeinsam ein Date ausmachen. Das Übliche halt, so wie es jeder macht. Ich weiß, dieser Part wird wahrscheinlich nicht so das Interessanteste sein, weil ich hier viel durchrushe, aber ich habe halt viel durchgetestet. Wow! Ist er noch hier? Ich sehe nicht mehr. Ich hatte ein Inventar, ein Item, was ich bekommen, was ich da ja nochmal einsetzen sollte oder so. Oder empfohlen wurde. Was ist das hier? Gebrüll der Beste wirft nach nahe Gegner. Bestiengebrüll. Nutze Einsicht und Leute Abfeuer. Eine Menge alte Blutedelsteine. Boah, 36 glänzende Münzen, Knochen. Was kann ich denn da verwenden? Hier, das hier habe ich ja bekommen. Kann ich aber nicht verwenden. Alles hier nicht. Hier ist die Kanone, dafür brauche ich leider Stufe 30. Habe ich nicht. Dafür kann ich auch nichts verwenden. Muss ich gleich mal googeln, wie ich die einsetzen kann. Kann auch nicht verwenden. Wenn ich das wieder öffne, werde ich dann wieder sterben? Da ist er, da ist er, da ist er. Ich hab's gesehen, er wollte mich töten. Fest verschlossen. Da kommt er wieder. Der ist noch da. Wie kann ich den her... Ich würde gerne wissen, wie ich ihn hervorrufen kann, aber ich glaube, das ist momentan in meinen Möglichkeiten nicht Bestandteil. Und ist fest verschlossen, ich komme noch nicht weiter. Das heißt, ich muss einen anderen Weg nehmen. Ich muss dann wieder zu den Steinkolossen oder irgendwie sowas. Joho, wieder ab zur Kathedrale. Alter Bitchmaster. Ich werde bald Meister. Pokémon Meister. Ich will's beweisen. Boah, ich war gestern auf dem großen Geburtstag von meiner Tante. Fett gefeiert. Hab mir erstmal einen Zehner verdient, indem ich zwei Fischaugen gegessen hab. Oh ja. Ich hätte es auch für einen Fünfer gegessen, aber ich habe einen Zehner rausgeleitet. Yeah! Dann sag ich mal, tüdelü.